Hey Leidels, weil ich wieder da und grüß euch zurück zu einer weiteren Folge von Alpha Polaris. Grüß euch zurück auf Grönland. Und wir haben einen betäubten Eisbären zu versorgen. Das ist es, was in der initialen Episode vor dem Game passiert ist. Noch nicht viel mehr, aber das muss ja auch nicht sein. Ich finde Stories, die langsam und gemütlich anlaufen, ohnehin interessanter als diejenigen, die direkt reinhupfen ins Gemetzel. Ja, Situation ist ein Rüne, irgendwas, Eisbärenforscher und stationiert auf einer... Knutzen. There's no way to move the bear with that machinery. Ja, ist klar, ist klar. Er ist Eisbärenforscher, also eigentlich ein Grüner, ein Liberaler. Auf einer Forschungsstation einer Oil Company. Was ist das? Generator Cabinet. Ja, also eigentlich ein Mismatch. Und das Interessanteste, was bis jetzt passiert ist, ist, dass der Al, ein Crewmitglied, das wir noch gar nicht kennengelernt haben. Schneepflug. Schneepflug ist gut. Komm, komm wieder. Öl gefunden hat. Was ja eigentlich ein großer Erfolg ist für eine Polarstation einer Ölcompany. One of Tully's bigger toys. Ja, Snowmobile, don't have the keys. Das hätte ich vielleicht eher fragen sollen, dann ziehen wir mit dem Schneemobil durch die Gegend. Laufen ist nicht, by the way. Also es bleibt immer gemütlich, langsam die Angelegenheit. Na, ich will eigentlich da rum. So, Generator, ja genau. Machen wir die Bucht der blöde Bär nicht auf. To Cage. Have you figured out how to move her? That thing will get up any minute. Just a moment. I'll get back to you. Uh-huh. Have you figured out how to move her? That thing will get up any minute. Keys. Let's take the snowmobile and pull her. That might work. Cutscene. So, jetzt brauchen wir ein Seil. Das haben wir ja, glücklicherweise. That would hurt her. That doesn't work. Na gut, dann nehmen wir es mit dem... Pflug. Plow. What do you think? I've got nothing to add. You be the MacGyver here, Viking. I'll pull the throttle when you're ready. Da muss man wirklich ein Ei tippen. Kannst du bitte den blöden Schneepflug nehmen? What do you think? I've got... You be... Ja. What do you think? I've got... You be the MacGyver. Okay, gut, anders. Rope to Ratchet Strap. Ratchet Strap? Was ist ein Ratchet Strap? Rope to Snowmobile. Hängt das dran? Tatsache. What do you think? Tully on Snowmobile. I've got nothing to add. You be the MacGyver. Ja. Was ist ein Ratchet Strap? Ich muss da weiter zu wie.
This can be used to tie down heavy hardware. Oh, passt, Hobby. Das da jetzt auf dem Polarbären. So, Dude. Und jetzt? Also warte, man muss jetzt das Seil wieder da. What do you think? I've got nothing to add. You be the Mac. Yeah. Time rip to strip polar bear, tally on snowmobile. That's not going to work. Okay, dann ziehen wir es ein. Machen wir die Tür auf. Ich muss da weiter hin. Ich sehe hier da nichts. Cage Pillar, that's what we're talking about. Ja genau, also so im Kreis ziehen. Genau so. Genau so haben wir das vorgestellt. Aber wir haben jetzt... Petroleum is gonna love her. We are not telling them. We need to do what we can to help her. I'm gonna go take a leak. Wie poetisch. Jetzt haben wir einen Eisbär im Hundekennel und das ist aber, naja, ob der das wohl... Ob der Kerl das aushält, ist die andere Frage. We'll see how she copes in that cage. Ja, das ist, it has housed tens of huskies during the time before motorized transportation. Okay. Ich glaube, die Huskies werden wir noch stark vermissen. Ja, da muss man teilweise wirklich Worte eintippen. Das ist ganz archaisch. Da muss man teilweise Kombinationen herstellen. Das ist ungewohnt. Tie 2-2-2, nämlich über mehr als 2 Punkte. Better to not touch it, was ist das leicht? The fuel flow control, it's open. I don't think I need to touch that. Judging from the sound, it's running. Ganz kurz Eisbärli schauen. Ah, schaut, ist sie munter. Ist schon munter, gehen wir weiter zu. Hey PC. There should be antibiotics somewhere in the lab. Das kennt ihr gefordert, ja, das wäre nicht schlecht. Gut, Doppelklicken beschleunigt die ganze Angelegenheit. Da braucht man nicht gehen, das finde ich auch nicht schlecht. Ja. Ein über Loch. Was geschieht hier? Die Knarre legt er automatisch ab. Und Antibiotika und wahrscheinlich aus dem Medizinschrank, ne? Und die werden wir dann dem Bärli geben. Das packt man in eine Fläche ein. Dann kriegt Bärli Antibiotics. Take it. Here it is. Silamycillin Antibiotic Liquid Penicillin. Super. She weighs about 200 kilograms, 1000 milligrams a day. Oral or intramuscular should do it. But that means I would need to keep her in a very small cage for at least 14 days.
Contact Thule, first thing in the morning, und Thule ist wahrscheinlich eine andere Station. Ja. Wird eine andere Station sein. Habe ich das jetzt mit? Make some room. Samples coming through. You must be ill. Al. Pretty brisk weather out there. Leave no skin exposed. What do you got there, Gramps? Early Christmas. A few hours ago, I was roaming the glacier using the crevasse radar. No magnetometrics or anything. Suddenly, the thing starts bleeping, and I hit the brakes. Went outside and found myself on the edge of the nastiest crevasse ever. Holy shit! And that's okay, not even the hairiest part. Glanced down, and there it was. Deep in the hole, a bubbling pool of crude oil. Again, no transient electromagnetics, telerics, or anything. Just stumbled on it. So I figured there's more to this story. Tied myself to the six-wheeler's winch and went down. You fucking went down the crevasse? Alone? And with that trunk of yours? Yes, Tully. I bloody went all the way. Let's say I had a hunch of an old oil wizard, did some surface sampling, looked around, and found these. Ja, was denn? Ah, interesting. Unsettling, isn't it? It was a sacrificial site of some kind. It was Blue's thigh bone. It's human. Yes, there were plenty of body parts down there. But I didn't want to stick my nose any deeper than I already had. What do you think, Rune? Remark about the climate change. Tell him this is not your field. Tell him it's an important find. Ist eigentlich Eisbärforscher, keine Ahnung. Naja, aber Climate Change, das kann zumindest anmerken, dass jetzt eventuell Sachen, die früher eisfrei waren, wieder frei schmilzt. This is a prime example of climate change. You'll be dodging crevasses more and more. I knew you'd say that. But what about the find? The symbols look like some sort of elaborate writing, but it's not really my field. If you want a real analysis, we'll need to contact a paleoanthropologist. Maybe, but let's not be hasty here. The find could mean big bucks for all of us, so let's not draw any unnecessary attention to it. Tully? Right on, Gramps. Last time I checked, we were on an oil research station, not some fancy university. Ja, und da haben wir natürlich gleich den Konflikt, ne, wenn das jetzt der Weltkulturerbe ist. You are not going to believe this. Was denn? Euler himself is coming here. Bob? They're sending Bob? No, much worse. No. I'll be in my room. What's going on? What the hell was that? Alistair Euler, the son of the company founder, is coming here. I've known Bob a long time, and in this case, the apple has landed far off. Oh, he sure got the Ice Queen ticked off. They have some mutual history together. Oh. I'm going out for a smoke. You joining, Gramps? No, thank you. I'll reward myself with a couple of sandwiches. Viking? No, thanks. I'm trying to quit. And if I'm not going to be allowed to contact a real expert, I'll examine those bones myself. Knock yourself out. Ja, schon, nur zuerst haben wir mal... You do know what your oil find means for Greenland, don't you? Yes, it'll bring in money to the local people, thus giving them tools for pursuing their independence. It'll also have a severe effect on the ecology, not to mention global climate problems. What do you want me to do, Rune? I'm an old guy. For once, I found something worthwhile. Anyway, I suggest you take a look out of your window before going to sleep. There should be powerful aurora in the sky tonight. Ja, man merkt, dass das Team, also die fünf Hansel, die das Spiel gemacht haben, eher der jüngeren Generation angehören, weil der Earl, der dargestellt ist, wie Ende 30er, mit 40er maximal, wird als Gramps bezeichnet ist es immer als Old Guy. Und die größte Freiheit sind Sandwiches, rauchen tut er schon lange nicht mehr, und das sind Mitte, Ende 30, sowas. Okay, wir haben einen Eisbären zu versorgen. I need to cleanse the bones Al brought for further examination. Das können wir machen. Aber eigentlich würde ich ja gern zuerst
und seinem Jacex, Reversal Agent. Ihm wird gern die Antibiotika den Bären geben. Darf ich das nicht? Liquid Form of Penicillin, ja. Ha! Ja, er tut's wirklich. Coole Sache, Parker. Und schon hat er diese Wrench. Ja, gut, gehen wir zuerst Betsy versorgen und dann die Knochen rennen nicht davon, der Bär stirbt allerdings schon langsam. Was ist in der Loch? Und um jetzt ein Bärli. Shield bald my hands off. Yeah, das kann wohl sein. Sedative needles. Dann der mir hier das Schnauzerl mit Klebeband zu binden. Use packaging tape on polar bear. Okay, anders. Wir gehen Fleisch holen. Im Keller hängt ein Chunk of Meat. Aber das kann sie wieder nicht essen. Na ja, probieren kann man es ja. Da schneiden wir Fetzel rüber und macht sie zu. Das funktioniert alles prächtig. Meat Job, ist das jetzt mit Antibiotiken? Frozen Meat spiced up with Silamicillin, sehr gut. Guter Mann, ausgezeichnet. Es gibt jetzt den PC und alles ist gut. Das ist jetzt ein bisschen ein Widerspruch, weil sie ja eigentlich nicht beißen. Das ist ja gar nicht so easy with the jaw. Naja, nein, schau, es ist kein... Wie zum Geier... Wie zum Geier bringe ich den Bären dazu? She bite my hand off. No metal parts are on the way. Hä? Das mit dem, not yet. Das mit dem, not yet. Ich würde gern. Das dort drauf stecken. No metal parts are on the way, das verstehe ich nicht. Zu schnell! Wir haben Werkstatt. Wir haben eine Werkstatt. Okay, her da. Also anders rein, damit sich der Garagentitel keine Durchschuss aus. Okay, 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 kapier's schon, ich krieg die Spritzen nicht einfach so auf die Fahne drauf, ja, okay. Ich muss das Ding zuerst zwischen, was bist du? On grinding machine, on... Das tut er, das finde ich gut. Ich bastel mal quasi Spritzenlanze. Pull.
Ich bin so toll. Ja, Freude groß. Jetzt kriegt der Bär einen Penicillin-Schuss aus der Distanz. Super, spitze, taugt mir. Also das ist logisch. Ich mag es. Das Spiel denkt wie ich. Ich hoffe, das ist jetzt kein Armutszeugnis fürs Spiel. So, jetzt gibt's einmal ein Impferl. Betsy. It's for your own good. You'll get the next shot tomorrow. So, jetzt geht er pissen. Na. Die Pulse Range. Das ist lieb. Und man wird auch nicht dazu gezwungen. Ich hätte das jetzt machen müssen. Ich konnte einfach nur drauf vergessen und den Bären einfach sterben lassen. Seine Infektion erliegen lassen. Aber der Knut ist ja schließlich in erster Linie der Bären-Dude. Und deswegen kümmert er sich um Patsy. Und das finde ich cool. So. Jetzt müssen wir... Was müssen wir jetzt machen? I need to cleanse the bones are brought for further examinations. Müssen wir uns wahrscheinlich da ein Lösungsmittel mischen. Ja, na, das hätte man auch nicht gedacht. Brush, na warte mal. Acid on brush, not possible. Acid in stone putzi, doesn't do anything. Ich brauche irgendeine Hefe, irgendwas zum Mischen. Probably used for removing dust. Ja, das will ich gern. Nö, schauen wir uns die Knochen nochmal genauer an. Haben wir ja schließlich noch gar nicht gemacht. Femur. Humerus. Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Liebe zum Detail und auch vom Know-how, das da drin steckt. Das sind die korrekten lateinischen Namen für die einzelnen Knochen. Vorhin das Tech-Gebrabbel zum Thema Öl. Hot zumindest recht versiert gelungen. Muddled symbols. There are messy symbols on the lower part, almost like they were intended to look bad. Okay. Two markings. Those two markings really stand out. The lower one looks human. Decomposed surface. There are markings below, but I can't make anything of them. Some gear Nova uses to prepare the fossils. Jojo, also das kann man, das wäre durchaus brauchbar. Decomposed surface. Aha, das ist, aha. Symbol arc. A magnificent arc of symbols on the upper part looks like a sky. Looks like the sky is bleeding. Cartouche symbol, part 3. I don't know how to interpret these. Was? Aber das wollte ich doch gar nicht. Ich kann wieder hinlegen. Leg das Zeug sofort wieder hin. They're definitely human and heavily mineralized. Abzünden wir es nicht. Leg das bitte aufs Tray. Was haben wir da eigentlich für Sachen? What I need. Some sort of... Was ist ein Medical Locker drin? I don't need anything from in there.
Ja, es hilft nichts. Ich brauche. Ich muss mal Lösungen machen, mit denen die Knochen irgendwann sauber kriegt. Entweder das oder ich frage die Nova. Ist natürlich eine Idee. Collection of buckets, discarded items and carpet gifts. He likes to sleep in a tent just like me when I was 4. 6x6 Arctic utility vehicle. Cooles Gerät. Apparently the wheelbase is designed to distribute its weight over a wide area. I don't know if it works, but it sure looks cool. Das ist richtig. Need anything from there. Press drill. Grinding machine. Rusty barrels. There's no way to haul all the garbage out of here. What do you think about the find? When are you gonna get it on with the Inuit princess, huh? I will not admit it. Don't tell me you haven't tried. Me? Hell no. A cold and bitter creature that woman is, an ice princess. She was working in Thule before this, right? The word is that they had to transfer her to keep a horde of ogling corporate losers away. Like the Eula guy she was mad about. And that she enjoyed the hassle an awful lot too. Just take a number, pal. Okay, that's enough. I have things to do. But if you need some advice about Inuit women in general, you are now talking to the Eskimo champ. Right. My point is that she'll eat you alive. She's done it before. Hey, wie redest du über meine zukünftige Freundin, du Arsch? Ich hab beschlossen, den Doppelklick ohne so oft zu verwenden. Weil das stört mir irgendwie den Spielfluss. Was ist denn da los? Note. Rune Knutzen, Biologist, Mountaineer, Philanthropist. So. Was ist da wohl drin? Waren wir noch nicht auf die Tür. No answer. Entschuldigung, gehen wir mal Nova. Nova, du wirst mir jetzt helfen. Du kennst dich aus mit fossiliertem Material. Nova, are you alright? Rune? No. Not really. You know, if you need any assistance, I've got some quality razor blades. You're a real friend, but I think I just need some rest. Na, lass uns in Ruhe, wenn sie Ruhe will, dann lass uns in Ruhe. Leave her be. Okay. Good night. Entweder das oder wir haben jetzt eine Chance verbeigt. Wo steht denn eigentlich auf dem Bulletin Board? Schau mal rein, Kleiner. Polar Basketball. Tja, Tali, no more porn. Please. Angkor Wat? China? USA? 1982? Es ist 1982? Das ist ein Scherz, du hast einen Laptop stehen am Tisch. Nein. Das muss ein echt alter Kalender sein. Schaut, dass man da nicht einzoomen kann. So, what I need. Was ist da los? Radio Set. Station Receiver Transmitter, I have some skill with it. Bitte. I'm not interested. Television? Nothing to watch but DVDs. Ja, naja, das macht ja nichts. Was haben wir für DVDs? Movies. Mal schauen Sie. Few odd DVDs we have in here, some are even watchable. Da
Blackboard, Books, was haben wir für Books? Ganze Library. Gigantisch. Small Painting, Stations, Construction Photos from a long time before Eula Petroleum. Und? Ja, Inuit Harpoon. It's supposed to be the head of an Inuit Harpoon. The tip is in pieces. Ja, in die Küche. Da war Inuit. Da werden wir jetzt wohl irgendwas finden, wo wir das Knochen einstecken können. Hey Al. Ah, Rune. Quite a day, wasn't it? Did you see my new mascot? I did, but how long is she going to stay in that cage? That's a different thing. I'm not gonna keep her. What's the problem with her? Infected jaw. Dooley will probably agree to send in a vet. That's a ballsy move, you know, to capture a polar bear. No, it was did you grass. Say the artifacts were in a cave, not in the bottom of the crevasse? A glacial cave beneath the ice, yes. It was deep beneath the surface. But don't start getting any weird ideas about academic investigations or anything. I found it and I'll dedicate it to pumping black gold. What is going on? What are you working on? Right now, my main field of expertise, a sandwich. Ah, let's check my background. I understand you have a long work history in the Arctic. Too long, my friend. Too long. I've seen all kinds of creatures in here. All kinds of jaunty fellows. Okay, das war jetzt nicht viel, aber macht ja nichts. Was haben wir denn da? Ich brauch irgendein Ventilation Hood. Ein Topf, irgendwas, ein Fridge. Milk, household cream, sandwiches. Hallelujah. Sugar. Sugar. Honey. What? What's a zap? Ist aber vielleicht findet man dort was drin. Ich habe einmal Tappergeschirr im Mikrowellenherd. Nein! Okay. Ich weiß ja nicht, was ich soll tun mit den Knochen. Korridor. Vielleicht habt ihr was in meinem Raum. Schaut, jetzt habe ich wieder doppelklickt. Ich pfeife. Vielleicht Bathroom. Das Waschbecken hauen. Auch wenn das Waschbecken hauen. Flag of Norway. Hä? Na, warum nicht? I had to install the old OS to get the polar bear tracking app to work. Nein, ich glaube, wir haben da viel mehr Chancen im Lab. Ich glaube, ich wollte jetzt eigentlich in die Richtung hin, nirgends, da ist aus. Ha, und was ist, wenn ich die Knochen in die Waschmaschine hau? Ha? Aber das, ich meine, da verhau ich ja jede Menge Spuren, das kann nicht sein. Was ja, mein Gott. Also ich würde es nicht tun. It doesn't do anything, ja, ja, das haben wir doch. Und im Keller? Vielleicht im Keller? Irgendwas Interessantes? Ice Cream Box. Sponge Cake. Genau, no, ist nichts, was mich interessiert. Sacrificial Anode. Meat. Meat Hook. Ich werde die Knochen nicht aufhängen, also ganz ehrlich.
Na, sowas macht man doch im Labor, meine Güte. Abdampfen, das ist eine Option. Keine Option. Na, auch nicht. Nova's Workstation. Klatsch mal die Dinger mal auf Nova's Workstation. Auch nicht. Photochromic Window. Was tun? Energy Drinks. Na, Map of Greenland. Na, Fume Hood. Achso, ja, gut, mach auf einmal. Spitzen Idee. So, und jetzt eine damit. Use humorous and FEMA on container and fume. A bit hard to get them in there. Wieso? A container in fume hood. Mom, was ist damit? I don't think that would lead to anything useful. Da ist mal auf jeden Fall Container. Container in fume hood. It's a corrosion resistant glass container. It's used for fume containment. Jetzt haben wir mal die Säure da eine. Haben wir schon? Not possible. Hide and bounce. Na, irgendwas mache ich da jetzt grundlegend falsch, aber ja, na, also man muss wirklich Schritt für Schritt alles so machen, wie man wirklich machen darf. Ja, super. Das finde ich gut. Und da haben wir jetzt Säure eine. Okay, dann halt zuerst das destillierte Wasser. Und dann die Säure. Und da legen wir jetzt na komm, geh da, die Knochen ein. Container with liquid and bones. Und das Ganze kommt jetzt in die Fume Hood. A mild solution of acetic acid should dissolve the calcite. I'll check the results in the morning. Sobi. Maybe I should rest a little and then try to write my thesis. Vielleicht dass wir da nochmal das Dintel ein wenig anbreiteln, hä? Jetzt zu schlanzen gehen ist ja traurig irgendwie. Vergewissern, dass bei der Nova alles klar ist. Is she crying? Better not disturb her. Okay. Dann Thesis schreiben. Ja, super, trinkulieren freut's mir auch nicht.
Hau dich hin. Ah, und draußen explodiert die Aurora Borealis am Firmament. Mei, ich möchte es auch einmal sehen. Bin ja eh so ein nordischer Mensch. What a dream. What's that noise? Sounds like a garbled radio. It's maybe because it is a garbled radio. Aber was das garbled radio uns genau dazu hört, das erfahren wir in der nächsten Folge von Alpha Polaris. Ich muss sagen, ich bin entzückt. Mir gefällt's. Ich hab Spaß. Das sind einmal logische Rätsel. Richtig fein. Echt nett. Gut, ich hätte vielleicht mit der Nova ein bisschen besser werken können, aber das war ja meine Entscheidung, dass ich es in Ruhe lasse. Also man hat viel Freiheiten, man kann viel machen und vor allem die Abläufe sind logisch, die Rätselvernetzungen, die Rätselcampus jetzt sind logisch. Bis jetzt nichts aussetzen und schlechte Träume sind natürlich immer was Feines, vor allem wenn man alleine am Polarkreis ist. Okay, wie es weitergeht in Alpha Polaris, wird sie das nächste Mal auserstellen. Ich wünsche euch bis dorthin eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Macht es gut, fit, denkt paranormal. Weili out.